Ja, nun machen wir den Anfang. Also das Material, also das Grundmaterial für das ganze Viadukt ist ja also eine Holzkonstruktion eigentlich. Und die Mauer, die wir jetzt einkritzen, die Steine, das ist wieder unser Material, das ist wieder das Selitac, Trittschalldämmung 3 mm. Und jetzt, ich mache das jetzt von Hand. Das heißt, ich nehme einen Bleistift, nehme das Selitac und ich ritze die Steine 4 mal 10 mm, 4 mal 10 mm, das zu machen. Und das geht eigentlich ganz einfach. Ihr messt einfach hier 4 mm ein, zieht dann Striche durch mit dem Bleistift und dann messt ihr einfach 10 mm ab mal, macht die unterste Steinreihe. Dann habt ihr die unterste Steinreihe. Dann nehmt ihr einfach immer die Hälfte und ritzt die einfach hinein. Einfach immer die Mitte nehmen. Dann sieht das so aus. Jetzt fragt ihr, warum nimmt ihr nicht solche Rollen? Die gibt es ja, die kann man ja die Steine prägen und einritzen. Das Problem ist, bei Styrodur, das dick ist, geht das. Aber bei Selitac 3 mm drückt das durch oder bricht. Ich mache das von Hand. Das ist eine Fleißarbeit, aber ihr werdet sehen, es macht auch Spaß. Und ich zeige euch jetzt nochmal hier. Das Einritzen einfach mit einem Bleistift zweimal hineinziehen. Das ist das mal ein bisschen mehr. Das ist natürlich klar, das gibt ein bisschen mehr zu tun. Aber ich finde das cool zu machen. Und kein Problem, wenn es nicht ganz regelmäßig ist. Aber wenn ihr immer die Hälfte nehmt, dann habt ihr eine schöne Struktur. Jetzt wichtig ist, dass ihr zuerst, ich habe die Erfahrung gemacht, zuerst das aufklebt auf das Holz, auf die Konstruktion, die ihr nachher haben wollt, weil ja, das biegt sich dann mit der Farbe und so weiter. Jetzt, was ich noch zuerst mache, ist, ich zeige euch mal ein Beispiel, dass der Stein porös ist. Und nicht so regelmäßig, dann nehmt ihr einfach eine Drahtbürste und klopft vorsichtig hinein. Ich zeige euch das hier jetzt einfach mal ein Beispiel, wie ich das meine. Das sieht dann so aus. Das ist so ganz leicht porös ein bisschen. Das mache ich jetzt mit diesem Originalstück auch weiter und klebe das auf. Dann geht's weiter. Das nun aufgeklebt. Das sieht jetzt so aus. Jetzt mache ich die Grundkolorierung. Das heißt, ich nehme Schwarz, Silbergrau und wichtig Weißleim. Alles gut durchmischen, weil es gibt so eigentlich eine Versiegelung, kann man sagen, über das ganze Selitac, wenn man irgendwo anstößt, dass nichts rausbricht. Also die Farbe gut mischen, dann mit einem Pinsel großzügig auftragen. Wirklich alles da nicht sparen. Ich mache das jetzt fertig, dann geht's weiter. Jetzt habe ich das ja alles schön aufgetragen, aber jetzt muss man ja schauen, dass nicht zu viel Farbe drauf ist. Das heißt,
dass nicht die Farbe voll in die Ritzen läuft, nehme ich einfach ein Küchenpapier und tupfe einfach ganz vorsichtig die oberste Schicht der Farbe noch etwas weg. Dann mal schauen, so von der Seite, ja, wie sieht das aus? Okay. Tupfe jetzt hier fertig und ich zoome nachher euch das mal ran, dass ihr das von nahem seht. So sieht das nun aus, ist natürlich jetzt noch nass, darum seht ihr natürlich ein bisschen Farbe natürlich noch auf der Seite und in den Steinzwischenräumen, aber einfach so der Eindruck von der Grundkolorierung, grau, schwarz, ein bisschen glänzend. So, dann geht später weiter. Nun haben wir die Grundkolorierung ja fertig gemacht. Jetzt stellt sich natürlich die Überlegung, wenn ich so ein Viadukt mache. Ich habe auch auf den Fotos, zeige ich nachher euch noch, blende euch das auch noch ein. Ich habe ja hier Felsen gemacht. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn ich die Felsen zuerst gipse und nachher alles koloriere. Ich werde euch das oben noch verlinken, wie ich Felsen gestalte oder Felsen koloriere, dass ihr das auch seht. Aber ich zeige euch jetzt einfach, wie ich das graniere und die Steine, dafür habe ich genommen die Farbe Elfenbein. Ich wollte noch sagen, ich habe alles Acrylfarbe genommen, das habe ich vorher noch vergessen. Ja, gut. Dann nehmen wir ein bisschen Elfenbeinfarbe. Streichen das aus, das sogenannte Granieren. Kennt ihr ja schon mittlerweile. Und dann geht ihr einfach über die Steine hinweg. Ganz fein. Bis da nichts mehr dran ist. Und wirklich sich Zeit lassen und wirklich nur die Steine, die Oberseiten eigentlich dann granieren. Ich nehme jetzt hier Elfenbein, werde auch noch ein bisschen grün einarbeiten und braun, aber einfach, dass ihr das seht. Zoome euch das später auch noch heran und die Bilder habt ihr ja auch nachher noch. Okay, ich mache das jetzt fertig. Bis später. So sieht nun unser kleines Mauerstück aus. Ist jetzt fertig graniert. Ich habe noch ein bisschen Grün dazu gemacht. Ich zoome das noch ein bisschen heran, dass ihr jede Steine wirklich einzeln sieht. Video gefallen? Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben und die mich noch nicht kennen, gerne abonnieren und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer informiert.